Das gab es noch nie in diesem Jahrtausend, nämlich dass Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq gemeinsam auf einem Allzeithoch schließen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Gestern haben Sie das geschafft, was Sie seit dem 31. Dezember 1999, also dem letzten Tag des letzten Jahrtausends, nicht mehr geschafft haben, nämlich alle parallel auf Allzeithoch zu schließen. Der Nasdaq war ja sozusagen das Problemkind, der ja in der mit Platz in der New Economy dann richtig, naja, unter Druck gekommen war, nicht mehr diese Stärke hatte, und das hat sich jetzt geändert. Hurra, hurra! Wir haben also wieder neue Rekorde, die Rekorde purzeln. Es ist gestern vorwiegend der Ölpreis gewesen, der die Märkte hier in den USA gestützt hat, auch wenn jetzt die Rallye nicht allzu imposant war, aber es gab eben wieder neue Intraday Allzeithochs, auch unter anderem beim S&P. Warum stützt der Ölpreis? Weil einfach erkennbar ist, und das ist das Entscheidende, dass die Saudis jetzt sagen, wir wollen den Preis höher haben. Egal was gestern der saudische Ölminister wirklich genau gesagt hat, der Subtext ist klar, wir wollen den Markt stabilisieren, heißt, wir wollen, dass die Preise nach oben gehen, und das könnte sozusagen der Treibstoff sein, auf dem basierend die Rallye hier weitergeht, denn der steigende Ölpreis dürfte doch einige Ölwerte, dürfte in den Energiesektor nach oben ziehen, etc. etc. Und dass der Ölpreis weiter steigt, das ist zu erwarten. Das sieht jetzt charttechnisch nicht so wirklich schlecht aus. Gehen wir gleich mal rein in die Situation in Asien. Was tut sich da? Wir sehen den Nikkei mit knapp 1% im Plus. Gestern ja Feiertag, heute dünner Handel. Viele nehmen einen Brückentag. Gleichwohl hier ein schönes Plus. Wir haben in Shanghai ein Plus von 1/4%, 1/3% in Hongkong. Und das, obwohl Einzelhandelsumsätze enttäuscht haben, obwohl die Industrieproduktion enttäuscht hat. China sagt, oder die Regierung sagt, naja, es sei das die Flut gewesen. China litt ja stark unter Überschwemmungen. Das Wetter sei ungünstig gewesen. Also die Chinesen fangen jetzt auch schon an, schlechte Daten mit dem Wetter zu begründen. Das haben die Amerikaner sehr gut drauf, und dann Australien praktisch unverändert. Aber heute geht es wieder mal zur Sache. Heute kommen wirklich wichtige Daten, und das war bisher im Laufe der Woche überhaupt noch nicht der Fall. Nämlich die Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr. Das wird das Datenhighlight heute, auch zu beachten die Erzeugerpreise, und 16 Uhr dann die Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Und mal sehen, ob jetzt der Rüdiger Born den Einstieg in den DAX kriegt, den er gestern ja verpasst hat. Schauen Sie da nochmal rein. Hier achtsam sein, so gegen 7:45 Uhr, ein paar Minütchen später vielleicht kommt der neue Trade des Tages. Und vielleicht klappt es ja jetzt diesmal beim DAX. Jetzt wollen wir reingehen in die Chart und gucken, was tut sich da, was spielt sich ab. Wir sehen hier den DAX, der gestern im Prinzip nicht so wahnsinnig viel gemacht hat. Wir sind erst nach oben, dann nach unten, um dann wieder mit den US-Märkten diese Rallye fortzusetzen. Wir haben das erste Ziel erreicht, 10.730 bis 50. Wir sind ziemlich punktgenau bis zur 10.750er Marke gelaufen. Da war erstmal Schluss, aber es ist davon auszugehen, dass mit dem Ölpreis, der sich stabilisiert, wohl nochmal eine Rakete zünden kann. Schauen wir uns das Ganze im größeren Chartfenster an. Da sehen wir hier diese 10.880, das ist meine persönliche Zielmarke. Auch bei der 11.000, da sind so einige Punkte, die angesteuert werden dürften. Der S&P 500 hier, wir sehen, wir sind bei 2184, bedeutet, dass der DAX, um hier nochmal zurückzukommen, relativ unverändert starten wird, so hier in diesem Bereich, 10.730, 10.740, und wenn dann die 10.57 durchgeht, könnte das nochmal interessant werden. Der Dow Jones, hier gestern auch endlich mit einem neuen Allzeithoch, 18.611 Punkte, wir sehen hier diese fulminante Rallye beim Öl, und das ist im Grunde die Story, die derzeit jetzt die Märkte antreibt. Wir sind jetzt, schießen jetzt über die 44er Marke, also das sieht durchaus dynamisch aus. Da verlässt man sich auf die Macht der Saudis. Wir sehen, wir sind hier aus diesem Abwärtstrend seit dem Sommer ausgebrochen. Beim Öl abschließen noch ein paar Devisen, das ist Euro-Dollar, 1,1138, der Dollar overnight jetzt etwas stärker. Wir sehen auch hier Erholung im Dollar-Yen. Hier könnte auch Potenzial sein, wenn die Märkte sich ein bisschen beruhigen, dass Dollar-Yen weiter nach oben geht. Wir sehen das britische Pfund weiter unter der 1,30er Marke, seit langer Zeit mal wieder unter der 1,30 geschlossen. Wir sehen eine latente Schwäche beim Öl, beim Gold, 1339, und auch das Silber befindet sich wieder unter der 20er Marke. In der Summe ist es so, dass der DAX keine schlechten Voraussetzungen hat. Der Ölpreis dürfte
jetzt der entscheidende Motivator sein. Und diese Rallye, dieses Ereignis, das wir jetzt erstmal in diesem Jahrtausend gesehen haben, nämlich dass hier alle Indizes auf Allzeithochs in den USA laufen, das könnte sich fortsetzen. Ziel, wie gesagt, beim DAX jetzt die 10.880, 11.000er Marke und Ihnen erstmal einen guten Start in den Tag. Bis dann, ciao.